Diesen Beitrag widmet Ihnen die Fernsehzentrale Deutschmann in Trofeiach, Ihr Fachmann für Haushaltstechnik. Überall in der Steiermark finden wir verhüllte Bildstöcke, Glaubenszeichen, Brückenstatuen, Wegkreuze. Wir von EchtZTV sind der Frage nachgegangen, warum das so ist. Man verhüllt jetzt diese Bildstöcke. Wissen Sie eigentlich, warum man die verhüllt? Wegen der Karwoche, also die Fastenzeit. Das ist für Ostern, nicht für die Fastenzeit gedacht. Ja, habe ich irgendwo gehört, dass die Leute das, ich habe das irgendwo gelesen, dass die Leute es für selbstverständlich nehmen. Entschuldigung, eine Frage, und zwar, man verhüllt jetzt diese Bildstöcke, wissen Sie, warum man die verhüllt? Na, keine Ahnung. Damit man eben nachschauen geht, was ist da los, nicht? Beziehungsweise was verbirgt sich dahinter, nicht? Man soll ein Interesse entwickeln. Ne? Ja, das hat einen Hintergrund. Okay, ich glaube schon, wahrscheinlich muss was repariert werden, dass nichts passiert dabei, weiter jetzt bei dem Wetter. Dass nichts abröckelt. Wir sind auch schon aufgestanden, haben wir nachgedacht, was sein könnte. Ich weiß nicht, ob es stimmt, was ich sage. Ja. Ja, das ist so eine Aktion, eben, damit man eher auf die christlichen Symbole schaut, dass ja, Aufmerksamkeit erregen. Aktion Glaube. Verhüllen, enthüllen, entdecken. Was will die Kirche den Gläubigen damit sagen? Das Verhüllen in der heutigen Fastenzeit war eigentlich ein Fasten mit den Augen. Einfach einmal sich bewusst zu machen, was wäre, würden diese vielen Glaubenszeichen in unserem Land nicht vorhanden sein. Das war einfach bewusst machen, dass wir einmal aufmerksam machen wollten, dass eigentlich unser Land, unsere Kultur geprägt ist von den christlichen Wurzeln und dass gerade die Glaubenszeichen uns an vielfältige Glaubenszeugnisse von Menschen erinnern. Also ein Kreuz, also ein Bildstock, also eine Kapelle ist errichtet worden von Menschen, von Familien als Dankbarkeit für irgendwas, was sie erfahren haben. Oder noch ein Schicksalsschlag, eine Erinnerung an das, was sie vielleicht auch erlitten haben. Oder ein Kreuz, ein Bildstock kann stehen an einem besonderen schönen Platz, wo man sagt, wie wunderbar die Welt ist, in der wir Menschen leben dürfen, die Gott uns anvertraut hat. Für uns als Christen ist nichts dem Zufall überlassen, sondern wir sagen, es fällt uns von oben zu. Da ist einer, der für unser Leben Sorge trägt und von dem wir diese wunderbare Welt empfangen haben. Und es ist einfach so, was selbstverständlich ist, erfüllt uns nicht mehr mit Dankbarkeit. Und wenn einmal einfach diese Glaubenszeichen verhüllt sind und wir sie ganz bewusst am Samstag bei den Osterspeisen segnen wieder enthüllen, dann sollen wir vielleicht ein Stück weit mehr das entdecken, warum sie eigentlich da sind und warum Menschen diese Glaubenszeichen gesetzt haben.